Die Börsen weltweit sind gut gelaufen und die Bewertungen vor diesem Hintergrund nicht mehr ganz so günstig. Und viele Investoren überlegen vor diesem Hintergrund, ihr Pulver trocken zu halten. Eine Möglichkeit in dieser Phase könnten sogenannte Liquid Alternatives sein. Und das ist unser Thema jetzt mit Hubertus Clausius. Er ist Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH am Stand von ProBoutiquenFonds. Schön, dass es wieder klappt mit einem Interview. Zunächst mal ganz grundsätzlich, was sind Liquid Alternatives? Welchen Beitrag können Sie gerade in schwierigen Marktphasen leisten? Ja, also Liquid Alternatives bieten ein ganzes Sammelsurium an Anlagestrategien. Im Kern geht es darum, eine Abkopplung zu erzielen. Typischerweise sind die Anleger aufgestellt in klassischen Aktienfonds, in Rentenfonds. Und jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass wir zwischen Aktien und Renten eine positive Korrelation haben. Und das war ein bitterböses Erwachen im Jahr 2022, aber es ging auch jetzt so weiter in den letzten Monaten. Und daher bieten Liquid Alternatives, das ist das Ziel, bieten eine sinnvolle Ergänzung, weil diese Strategien eher unkorreliert zu den klassischen Anlagestrategien laufen. So. Und was ist im Kern, was wird umgesetzt? Also der Klassiker ist Aktien-Long-Short-Strategien. Ich kann also auch im Gegensatz zu klassischen Aktienstrategien Leerverkäufe umsetzen. Es gibt Managed-Futures-Strategien, die wiederum auch Long und Short gehen können, trendbasiert. Und dann gibt es Fixed-Income-Rentenstrategien. Und all diese Strategien bieten den Vorteil, dass sie diversifizierend sind und auf der anderen Seite auch niedrigere Rückgänge, niedrigere Drawdowns bieten. Sie beschäftigen sich hierbei in erster Linie mit Long-Short-Strategien im Infrastrukturbereich. Das weiß ich aus unseren ersten Interviews, waren damit auch über all die Jahre sehr, sehr erfolgreich. Zu den Renditezielen kommen wir später noch. Aber zunächst mal die Frage, warum sehen Sie vor allem bei Transport und Energie hier aktuell besonders gute Chancen? Ja, wir brauchen in den Segmenten, in die wir investieren, brauchen wir Bewegung. Wir brauchen zugrunde liegende Volatilität. Und das sind sehr, sehr zyklische Segmente, Energie und Transport. Wir haben die Subsegmente Shipping und auch den Aviation-Bereich. Und diese Bewegung für sich bietet uns natürlich Chancen, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite entsprechendes Renditepotenzial, Bewegung letzten Endes auch mitzunehmen. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Vorteilen, denn diese Long-Short-Strategien sind ja nicht jedermanns Sache. Das ist schon sehr speziell, im Allgemeinen sogar schon, aber auch gerade in diesem Segment. Wenn Sie uns da vielleicht noch ein bisschen mehr auf Ihre Reise mitnehmen würden und damit auch die Säulen des Erfolgs erklären könnten. Ja, also wir haben sicherlich in der Gruppe eine besondere Expertise in diesem Subsegment innerhalb des Transportbereichs. Ich nehme da mal heraus den Bereich Shipping. Und dieser Bereich Shipping ist komplett atypisch in der Entwicklung im Vergleich zu typischen Aktienmärkten, wo doch die Segmente relativ stark miteinander korreliert sind. Im Shipping-Bereich für sich haben wir große Divergenzen unter den Subsegmenten. Nehmen wir mal das Beispiel 2020, Corona-Pandemie. Wir hatten wirklich ganz stark ansteigende Containerfrachtraten. Auf der anderen Seite hatten wir geringe Ölnachfrage. Dann kamen die Tankersegmente unter Druck. Wir hatten eine Riesendivergenz unter diesen Segmenten. Und das ist eine Besonderheit dieser Subsegmente. Ich habe jetzt zum Beispiel Shipping angesprochen im Transportbereich. Und damit verlaufen diese Anlagestrategien einfach komplett anders als das, was man kennt an den Märkten. Und natürlich, jetzt wollen wir konkret mal in den Fonds reinschauen. Wie haben Sie sich vor diesem Hintergrund auch angesichts der Entwicklungen an den Kapitalmärkten Anfang 2024, natürlich auch Ende 2023 aufgestellt? Ja, wir hatten jetzt in der jüngsten Vergangenheit hatten wir geopolitische Spannungen im nahen Mittleren Osten. Wir hatten die Angriffe der Houthis auf Handelsschiffe. Und wir hatten diese Sondersituation, dass das Rote Meer, was ein Großteil des Containerhandels letzten Endes als Handelsroute darstellt, diese Schiffsroute war gesperrt. Und damit sind die Containerfrachtraten unwahrscheinlich stark angestiegen. Also wir hatten der Shanghai Containerized Freight Index, der ist um 75% im Monat Dezember angestiegen. Und damit sind die Containerlinienreederei-Aktien auch sprunghaft angestiegen. Nehmen wir mal die Maersk. Die Maersk ist mit
hatte vor dem Ausbruch dieser Krise hat mit 10.000 dänischen Kronen je Aktie gehandelt. Dann ist die Aktie in der Spitze auf 14.000 dänische Kronen angestiegen. Wenn man sich das fundamentale Umfeld anschaut, und natürlich sind die Frachtraten jetzt sehr hoch, aber diese können natürlich nur über einige Monate vereinnahmt werden. Wir haben ein wahnsinniges Überangebot am Containermarkt, am Containerschifffahrtsmarkt. Also Sie müssen sich überlegen, es kommt ein Schiff pro Tag neu auf den Markt. Es sind zu viele Schiffe bestellt worden. Und wenn Sie dieses Überangebot absorbieren möchten, dann ist es einfach so, dann bräuchten Sie schon eine dauerhafte Blockade von zumindest 6 Monaten, dass dieses Überangebot aufgefangen wird. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen sprunghaften Anstieg der Aktien für Containerlinienreedereien genutzt, um sukzessive Short-Positionen aufzubauen, um auf der anderen Seite das Long-Exposure, was wir in anderen Segmenten haben, auch ein Stück weit auszugleichen. Das ist ein Beispiel, wie wir aufgestellt sind, um mal auf das Thema Shipping alleine zu kommen. Mhm. Abschließend noch, wie versprochen, Blick auf die Renditen, denn die können sich wirklich sehen lassen. Ich habe extra noch mal reingeschaut, in den vergangenen 5 Jahren rund 19% per anno. Das ist eine ganze Menge, wie Sie da erzählt haben, auch in unruhigen Märkten, in unruhigen Phasen, jetzt gewichtet natürlich im Durchschnitt. Was macht Sie optimistisch, dass der Erfolg anhält? Ja, wir haben zum einen, werden wir weiterhin diese Bewegung, ich habe die zugrunde liegende Volatilität angesprochen, das wird nicht aus dem Markt gehen. Das bietet immer wieder Chancen. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Strukturbruch, wenn wir nur mal den Bereich Shipping nehmen. Wir haben die Dekarbonisierungsmaßnahmen der International Maritime Organization. Die Schiffe müssen weniger CO2 ausstoßen. Das führt dazu, dass die Reedereien überwiegend mit langsamen Geschwindigkeiten unterwegs sein werden. Und dieses sogenannte Slow Steaming führt einfach dazu, dass wir wiederum eine künstliche Kapazitätsverknappung haben werden. Daher ist dieser Bereich strukturell interessant für uns. Diese Bereiche sind immer interessant, wenn wir knappe Kapazitäten haben. Und wir konzentrieren uns innerhalb dieser Subsegmente immer wieder auf Bereiche, wo wir diese Kapazitätsengpässe haben. Dann toi toi toi, dass dieser Erfolg anhält, auch die Durchschnittsrenditen vielleicht sogar noch ansteigen werden, Herr Clausius. Alles Gute für Sie und einen schönen Kongress hier. Vielen Dank.